Hey Außenwelt, willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wir erinnern uns, wir haben gerade das Dorf verlassen. Jetzt wollte ich schon mit dem Mauszeiger hier zeigen, aber ich habe ja gar keinen Mauszeiger hier. Und sind jetzt mit dem Säufer Zit unterwegs. Drei Kerle und ein Säufer. Na super, Refia ist ja noch da geblieben. Das heißt, wir werden unsere Degen kreuzen müssen. Hilft ja alle nichts. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir ihn zu seinem Luftschiff bringen. Ich hätte gerne mal einen Kampf. Ein Kampf wäre schön. Können wir jetzt einfach so hier drüber? Oh, ha, puddel. Paddel. Okay, so. Was? Nein, ich will erst Refia. Ich will meine Refia wieder haben. Nein, was soll die Scheiße? Ist eigentlich dieser Felsbrocken jetzt weg hier? Nö. Ja, und was soll uns das jetzt bringen? Ich schätze mal, wir müssen dann vielleicht doch erst in die Minen gucken. Ach, wo will ich denn hin? Na gut, dann gucken wir halt erstmal in den Minen nochmal. Da kann man mit dem jetzt auch reden. Ah, mit dem können wir reden. Hey, hattet ihr nicht Refia dabei? Ja schon, aber ihr Vater hat sie mit nach Hause genommen. Der ist ein Sausack, wir wollten ja auch mal gangbangen hier. Hm, naja, wenigstens ist sie gesund und munter. Aber sie sollte uns doch auf unserer Reise begleiten und uns helfen. Ja, sollte sie auch. So, ich würde sagen, wir haben das Luftschiff geholt. Ich speichere nochmal eben sicherheitshalber ab. Und dann werden wir uns einfach mal diese Mithrilminen ansehen. Ach, wir brauchen ja noch Rüstung. Ja, das heißt, wir werden jetzt erst Rüstung kaufen. Zumindest schon mal für die drei, die wir dabei haben. Für Refia ja leider noch nicht. Die ist ja im Moment nicht dabei. Aber für die anderen. Jetzt haben wir einen Rotmagier mit Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, dem einen Stab zu geben. Ja, du wolltest dich nach dem Spukhaus umsehen. Ich weiß doch. So, jedenfalls brauchen wir hiervon schon mal drei. Alter Schwede. Puh, hiervon drei? Heieiei. Das ist die Frage. Ob wir den Rotmagier vielleicht mit einem Schild und einem Stab ausrüsten? Ob das was bringt? Der kann ja nur achtmal zaubern. Das ist ja, nein, der bleibt mal so. Ja, Mithril-Handschuhe, Mithril-Armschienen. Also kann anscheinend. Ach so, Moment, die Mithril-Armschienen sind für unseren Arc, die brauchen wir einmal. Und die Mithril-Handschuhe brauchen wir zweimal erstmal. Ah, okay. Jo, jetzt hab sogar ich das verstanden. Haha, superb. So, rüsten. Dann wollen wir mal gucken hier. Einmal die Mithril-Helm, einmal die Mithril-Rüstung und die Mithril-Handschuhe. So. Und hier nochmal das gleiche so ziemlich. Mithril-Armschienen. Und dann hier nochmal, zack, zack und zack. Ja, da sieht die Abwehr doch schon um einiges besser aus. Also ich denke mal, wir werden die Refia später wieder kriegen. Die Frage ist nur, wann? Na gut, gehen wir jetzt erstmal in die Mine hinein. Und dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir auch den Geheimgang. Ich hoffe es. Wir müssen mal gucken. Also im ersten Raum. Ja, was ist für ihn der erste Raum? Ist das sofort hier das hier? Oder meint er irgendwo anders? Als ersten Raum. Das ist die Frage. Wir bleiben mal eben ein bisschen rangezoomt hier. Um mal zu schauen, ob etwas funkelt und glitzert. Aber ich schätze mal, er meint mit dem ersten Raum halt den hier? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Oh, 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 der Moment der Wahrheit. Ach, das sind ja die gleichen wie aus der Höhle. Die sind ja, ha. Euch sammeln wir mal eben so weg hier. Hoffe ich. Ach, Moment mal. Nochmal zurück hier eben. Ich habe gerade, stehlen Reis aus. Da sind dann so extra Fähigkeiten. Magie verteidigen, okay. Und er kann Angriff, Ausfall. Was macht denn der Ausfall? Wir gucken mal. Muss man sich aber alles angesehen haben. Der Schaden war ja wohl ein Witz, Alter. Ist benommen oder was? So die Scheiße. Okay, der Schaden war mit den Langschwertern besser. Wow. Der war nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur, wie oft kann er das anwenden? Durchgehend? Laufend? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Oh, Idiot. Trifft er sich selber mit dem Pfeil, ey. Was ein Trottel. Okay, also der Dieb kann stehlen und Reiß aus. Das heißt also wahrscheinlich Reiß aus, dass die Fluchtchancen höher sind. 50 gilt 68. Stufe von Inges ist gestiegen. Ja. Also hier soll irgendwo soll auch hier ein Geheimgang sein. Da funkelt und glitzert etwas. Dann gehen wir dort mal hin. So. Oh, der ist aber schmal. Das ist mal ein schmaler Durchgang. Egal. Los, rein da. Dann schauen wir uns mal die Minen ohne die Refia an. Das gefällt mir jetzt weniger gut. Zumal ihr ja dann auch die Erfahrungspunkte
ja, quasi verloren gehen. Ein bisschen doof. Ah, na gut. Wenn wir stehlen versuchen. Komm, wir greifen mal hier in der Mumie in die Tasche und versuchen mal was zu stehlen. Hm. Komm, wir machen mal auf beide noch ein Eis und dann machst du mal noch einen Ausfall. Was macht das eigentlich? Mal gucken. 157 Life hat er. Vielleicht macht das ja irgendwie Eigenschaden oder so. Wir müssen mal gucken. Ich bin hier! Alter! Okay. Also der macht gut Aua, muss ich sagen. Und 48 Kilo, 66. Stufe von Lunate ist gestiegen. Stufe von Ark ist gestiegen. Nur von der armen Refia natürlich nicht, weil die nicht dabei ist. So eine Scheiße. Ich weiß ja auch nicht, aber wir können ja nichts anderes machen. Der Felsbrock ist immer noch im Weg. Dieser Felsbrocken, den Weg versperrt. Da kommen wir immer noch nicht mit unserem Luftschiff rüber. Hm. Warum wird der Raum hier auf einmal so groß? Im Angriffsvorteil, das ist super. So, steh. Ja, komm, wisst ihr was hier? Du sollst nochmal einen Ausfall machen. Ich will sehen, ob dich das vielleicht live kostet. Dass das vielleicht dann der Nachteil dabei ist. Okay, er macht einen Ausfall. 157. Nö. Also Eigenschaden kriegt er auch nicht. Hm. Tja, ich weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich noch irgendwann vielleicht herausfinden. Ich habe keinen Plan. Oh, zwei Truhen. Mithril-Schwert. Na, super. Jetzt, wo man es teuer gekauft hat. Na, ist richtig. Und noch ein paar verfluchte Münzen. Aber das macht auch nichts. Die klatschen wir mal eben. Ob man von dem was stehlen kann? Kommt, wir versuchen mal von dem was zu stehlen. Und ihr greift einfach mal so an. Ich bin hier. Feuer. Alter Schwede, der hat aber was drauf, der Säufer, wa? Muss man sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Da, da, da. Und noch ein Mithril-Schwert. Na super, hätten wir das mal eher gewusst. Scheißendrecken. Da hätten wir doch Geld sparen können wie Sau. Ach verdammt, naja gut. Ja, aber das hilft uns natürlich auch nicht weiter, denn ich glaube nicht, dass dadurch die Refia dann jetzt sagt so, ja, ich komme mit euch mit. Ich glaube es weniger. So, ich wollte doch mal hier stehlen. Jetzt lass mich doch mal stehlen hier. Ey, Mann, ey. Lass mich stehlen. Sit, ich warte dich. Okay. Potion erhalten. Och. Boah, ist doch nichts Schlechtes, würde ich mal so sagen. Heieiei, Ingus macht sich auch langsam. Okay, das wird wohl nicht so ganz reichen. Naja, aber null Schaden. Ja, also das Stehlen könnte schon durchaus das ein oder andere nette Item in den Rucksack bringen. Hm. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn die lassen. Aber ich würde auch gerne den Mönch ausprobieren. Berufsstufe von Lunate ist gestiegen. Ich würde ja auch gerne mal den Mönch ausprobieren, was der so bringt, was der so kann. Ah, das ist ein bisschen dumm, dass bei den Berufen, wenn man die auswählen möchte, keine kurze Beschreibung dabei ist. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Ja, greift einfach mal nur so an, los. Kritisch! So, die erste Kate Moss ist weg und die zweite, die hauen wir jetzt auch mal eben schnell zu Klump. Jawoll! Berufsstufe von Ark ist gestiegen. Und von der Revia leider nicht, weil das ärgert mich jetzt wirklich, dass sie nicht dabei ist. Das ist doch scheiße. Kacke. Wie kriegen wir den wieder zurück? Ich will die wieder zurückhaben. Mann. So. Na, wir sind ja fast wieder raus hier aus der Mine. Den Geheimgang haben wir gefunden. Wunderbar. Und die Gegner sind auch nicht mehr wirklich eine Herausforderung für uns. Muss man ja mal so sagen, ne? Ja, ach komm, da hauen wir jetzt einfach mal so drauf hier. Na, 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 der, das war ja wohl ein Witz vom Schaden, ey. Na, soll ich lachen oder was? Semsel, weg ist er. Wunderbar. Tja, ich würde ja gerne den Mönch haben. Man. Berufsstufe von Ingus ist gestiegen. Und eine Potion haben wir auch nochmal erhalten. Sehr schön. Ich weiß nicht. Der Mönch. Oder wir machen Refia als Mönch. Dann hat die bestimmt figurbetonte Kleidung an. Ja. So, wir gucken nochmal hier rein, ob die jetzt hier vielleicht mit uns mitkommt. Ah, da passiert was. Sit, du Halunke. Schön, dich wiederzusehen. Und nicht mehr durch dich durch. Haha. Hoho, sehr lustig. Ja, sagt Taka, wir wollen den Felsen in Nelf mit dem Luftschiff klein machen. Aber dafür müssen wir den Bug mit Mithril verstärken. Meinst du, das schaffst du? Hm, ich bin mir nicht sicher. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Mit Mithril, so klingt nicht schlecht. Warte hier und lass mich mal machen.
Revia, leg mal Hand an. Du Sau, Alter, das ist deine Tochter. Leg mal Hand an. Du hast die wohl nicht mehr alle. Außerdem will die doch gar nicht. Die will doch überhaupt nicht. Hämmer, Hämmer, Dengel, Schepper. Das ging aber schnell. Fertig, dein Luftschiff ist jetzt mit Mitre verstärkt. Es liegt außerhalb des Dorfes. Solide Arbeit wie immer, Tucker. Und das noch super schnell. Ja, das wollen wir mal. So, jetzt geht's aufs Schiff und dem Felsen an den Kragen. Aber ich möchte gern die Revia... Oh, die Revia ist nicht mehr da. Die wartet bestimmt am Dorfeingang auf uns. Lalalala. Und dann müssen wir aber erst nochmal zurück. Nämlich, wir müssen noch ein bisschen was kaufen für die... Obwohl, das können wir vielleicht auch im nächsten Dorf, hä? Hm. Was? Ah, dann wartet die bestimmt ein Luftschiff auf uns. Wie jetzt nix? Ah, Moment, da passiert doch was. Ihr seid ja vielleicht lahm. Ich, aber ich dachte, solltest du nicht. Wir haben es dem Kristall versprochen und außerdem will ich noch kein Schmied werden. Ich bin Papa dankbar, dass er ein Waisenkind all die Jahre wie sein eigenes Kind aufgezogen hat, aber das ist etwas, was ich tun muss. Warte mal, du bist auch ein Waisenkind? Auch heißt das. Oh mein Gott, seid ihr etwa alle Waisenkinder? Ich bin ebenfalls bei Ziereltern aufgewachsen. Moment mal, ich habe auch keine Eltern. Natürlich wirst du Eltern haben, sonst hättest du nicht geboren werden können, aber na gut. Das kann doch kein Zufall sein, der Kristall muss es gewusst haben. Na, das wird wohl eine interessante Reise, aber jetzt lass uns den Felsen sprengen. Genau, das sehe ich auch so. Los, ab dafür und bang! Jawoll, in your face, bitch! Oh, Luftschiff kaputt oder was? Hm. Ja gut, macht ja nichts. Luftschiff Putti, wir gucken mal hier rum, ob hier was ist, aber das sieht nicht so aus. Kann man hier eigentlich, könnte man eigentlich hier auch ranzoomen? Boah, macht keinen Scheiß, dass es hier vielleicht auch Geheimnisse geben könnte. Auf der offenen Weltkarte, das wäre, ey, So, mal schauen, was hier für Gegner kommen. Ein Hinterhalt, natürlich, war klar. Alter, wie kannst du es wagen, die Revia zu hauen, du Sackdor? Du bist tot! Aber sowas von. Also für die Revia bräuchten wir auf jeden Fall einen Stab. Zack, das war's schon, wunderbar. Die Revia braucht auf jeden Fall einen Stab und sag mal, vielleicht noch ein Schild. So richtig Kleriker, so Stab und Schild, wenn das denn geht. Ja, Sid, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber gut. Ach, wie idyllisch. Danke für eure Hilfe. Sagt mir Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Ich weiß es. Ihr wollt doch sicher ein neues Luftschiff. Na, da seid ihr an den richtigen geraten. Aber zuerst müsst ihr mit König Argus sprechen. Ich habe nämlich nur den Rumpf gefertigt. Aber der König weiß, wie man Luftschiffmotoren baut. Kommt nochmal vorbei, wenn ihr bei König Argus gewesen seid. Okay, das werden wir machen. Sid hat die Gruppe verlassen. Oh nein. Wen soll, was soll's? Wen interessiert's? Ja komm, ich hab's gelesen. Jetzt. So. Also zu König Argus. Okay. Jetzt schauen wir aber erstmal hier. Wir sind in Kanaan. Sehr schön, ne? Man munkelt, dass in den Wäldern südlich von hier ein Wichteldorf verborgen liegt. Aha. Hast du irgendwelche Post für uns? Willkommen in Mognet. Ja, 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 bla, bla, bla. Nein, haben wir nichts. Okay. Red mit Mog, wenn du. Ja, 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 bla, bla, bla. So. Dann gucken wir mal hier. Ich habe gehört, dass ein reisender Zauberer vor langer Zeit einen heilenden Trank im Dorf versteckte. Ah. Also eine Potion, oder was? Sollen wir jetzt extra hier das ganze Dorf absuchen für eine Potion, oder wie? Also ich weiß ja nicht, da bin ich jetzt nicht so überzeugt von, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was ist mit dir denn los? Ich glaube, die ist krank. Ah, dafür brauchen wir bestimmt den heilenden Trank. Schluchz und Dash, mein Geliebter, wann wirst du nur wiederkommen? Warum nur bist du in die Berge des Drachen im Osten gezogen? Und warum nur hast du dies alleine unternommen? Meinst du, wir sollten uns diesen Drachenberg mal genauer ansehen? Nein. Na klar, lass uns diesen Tisch finden und hierher zurückbringen. Ach, das war so logisch, ey. Mein Gott, dass sie sich auch überall reinhängen müssen, immer solche Hauptcharaktere, wo? Schlimm. Meine Tochter Salina hat sich unsterblich in diesen Herumtreiber Dash verliebt, aber er reiste bereits nach 2 Wochen ab. Er sagte etwas von einer Aufgabe, die er erfüllen müsse. Seitdem ist meine Salina untröstlich. Ja, ja, von einer Aufgabe, die er erfüllen müsste. Weißt du, eine andere Alte treffen, war? Ja, ja. Hey, ist da ein Geheimgang? Guck mal, dahinter, hinter dem Bett, das sieht so aus, ob da so irgendwie, ob man da hinkommen könnte. Mal gucken. Aber ich schätze mal nicht von dieser Seite, sondern wenn, dann hier von dem Innen aus, ha? Na, ja, gucken wir mal. So. Was haben wir denn hier Feines? Lalalalalalalalala. Potion, Augentropfen, ein Echo, Goldnadel. Hebt Stein auf. Oh, oh. Hebt Stumm auf. Hm. Wenn man die kaufen kann, dann heißt das bestimmt, die werden wir auch demnächst brauchen. Also nehmen wir einfach mal 5 Stück von jedem mit. Und dann könnten wir noch ein bisschen was verkaufen. Nämlich. Ja, das ist die Frage mit den...
die niedrigen Schwerter, die wir gefunden haben. Wenn wir nämlich dann unsere Klassen, unsere Berufe wechseln wollen, wir heben sie erstmal noch auf. Und wir gucken mal eben, dass Refia entsprechend ausgerüstet wird. Ach, verdammte Scheiße, stimmt, für die hat man ja noch nichts. Wie, die kann diese Mitri-Route nicht verwenden? Was ist das denn für eine Scheiße? Er könnte die verwenden. Aber dann geht der Angriff runter. Geht denn dann wenigstens irgendwie... Hä? Der könnte sogar schlechter verwenden, alter Schwede. Krasse Scheiße, und das als Magier. Nicht schlecht. Okay, was haben wir hier? Eine Übernachtung kostet 40 Gil. Nein, ich möchte hier nicht übernachten. Alter, seid ihr scheiße teuer. Ihr seid ja wohl bekloppt, oder was? So, dann haben wir hier, dann haben wir dort, dann haben wir das. Da war dieser Kupo-Type. Dann gucken wir mal, was hier so ist. La, 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 la. Da ist nochmal so ein alter Mann. Der Jüngling Dash hat mir den letzten Wichtzauber gekauft. Was der Zauber bewirkt, er schrumpft dich natürlich. Mensch, bist du doof. So. Ach, kommt hier, machen wir mal eben einfach... Wie, nichts passiert. Was soll die Scheiße denn? Ihr Sausäcke. Ihr verarscht einen noch nach Strich und Faden. Aber... Oh, doch, da ist Rüstung. Gut, wunderbar. Dann könnten wir hier vielleicht für Refia ein bisschen was einkaufen. Ah, das kann die alles gar nicht tragen. Na, super. Das ist ja ganz toll. Und warum? Nur, weil sie Heilerin ist. Das finde ich aber sehr diskriminierend, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber wenigstens kann sie das hier tragen. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Ja, super. Das ist doch scheiße. Die hat keinen Angriff, keine Abwehr als Weißmagier. Aber überhaupt nichts. Und er als Rotmagier kann da voll so kämpfen, fighten und bäm. Ich sammle alles weg, was hier rumläuft hier. So. Wenn du dein Inventar im Menübildschirm neu ordnen möchtest, interessiert mich gar nicht. Interessiert mich gar nicht. So. Oh, hallo. Normalerweise bekommen wir hier wenig Besuch. Der letzte Besucher war übrigens ein junger Mann namens Dash. Lass dich mal von näher anschauen. Hallo. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Noch ein Häuschen. Meine Güte. Oh, da ist der Seed. Frau Seed wurde krank, als ich weg war. Keine Bange, sie wird schon wieder. Ach, wenn ich doch nur ein Elixier hätte. Aha, wahrscheinlich was irgendwo im Dorf versteckt ist. Hust, wirk. Meine ich natürlich. So. Ja, also wir sollen diesen König, das heißt, irgendwo im Dorf ist ein Elixier versteckt. Das müssen wir dann wahrscheinlich finden, würde ich sagen. Die Frage ist nur, wo schaut man nach sowas? Das würde ja auch heißen, man müsste hier die ganze Zeit so im Zoom-Modus rumlaufen, um zu schauen, ob irgendwo was funkelt, glitzert oder irgendwas auffällig aussieht. Ah, von hier kommen wir, glaube ich, wieder nur dann zu diesem Mock-Typen da, dieser alte Schmock da hier, ne? Ja, genau. Okay. Was haben wir hier? Da ist auch noch... Na, jetzt gehen wir mal rüber hier, komm. Da haben wir auch noch was. Gucken wir mal. Eventuell erscheinen unten im Menübildschirm Pfeile nach links oder rechts. Ja, durchdrücken von Z und M, bla bla bla. Okay, alles in Ordnung. Ich weiß Bescheid. Hättet ihr mal vorher sagen sollen, wie man speichert, das hätte mich mal interessiert. Aber nein! So, Mitril-Route kann sie ja nicht. Warum kann die keine Mitril-Route? Das ist doch scheiße. Oh, ein Großbogen. Den wir uns nicht leisten können. Nein. Oh, Eisenpfeile. Alter. Scheißendrecken. Also die Mitri-Route, ich würde sagen, die verkaufen wir erstmal. Und die Mitri-Schwerter verkaufen wir auch erstmal. So. Jetzt haben wir immerhin 1400. Der könnte... Der kostet 1200, der Großbogen. Alter Schwede. Das ist jetzt die Frage. Alter, die Refia kann ja gar nichts benutzen. Wie scheiße ist das denn? Doch, den holen wir jetzt. Kommt. Und vielleicht mal einmal so Eisenpfeile. Ach, einer kostet 8. Oh, nein, das ist... Da muss er mit den Holzpfeilen noch klarkommen. Dann kann ich es nicht ändern hier. So, dann rüsten wir den mal eben aus hier. Dann macht er auch ein bisschen mehr. Aber das ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Boah, ein bisschen mehr ist gut, ey. Hoho, nicht schlecht. Und die Holzpfeile müssen ihm halt dann erstmal noch reichen. So, dann gucken wir mal weiter hier, was wir hier noch so haben. Ja, wo würde man ein Elixier verstecken? Hallo? Ach, schön, 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 schön. Tanzt du für mich? Tanz für mich. Ich bin eine Tänzerin, schau mir zu. Ja, das werde ich. Ja, damit hätten wir auch wieder die Augsburger Puppenkistenmusik hinter uns gebracht. Sehr schön, da ist eine alte Frau, die labern wir auch mal eben an.
Aero ist ein Weißmagie-Zauber, der die Kraft des Windes nutzt, um dem Gegner zu schaden. Fliegende Gegner sind dagegen sehr anfällig. Okay, das heißt also... Scheiße, wir hätten den Großbogen nicht holen dürfen, weil wir jetzt nämlich dann wahrscheinlich diesen Weißzauber uns nicht mehr leisten können. Na, klasse. Gucken wir mal. Aero. Hier ist kein Aero. Oh, aber Blitz, Blind, Gift. Oh, eieieiei. So, den können wir verkaufen. Na super, gibt ganze 50. Ich bin schwer begeistert. Ja, Moment, das kann ja auch alles weg hier. Und zwar komplett alle drei. Die können auch weg, alle vier. Ja, das kann auch weg, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist die Frage. Ach, die verkaufen wir jetzt auch erstmal hier. Komm, ich weg damit. Nein, schlechter möchte ich noch nicht verkaufen. Ungerne, sehr, sehr ungerne. Okay. Ja, puh. Tja, wo würde ich, wenn ich ein Magier wäre, ein Zauberer wäre, wo würde ich in einem solchen Dorf ein Elixier verstecken? Ich weiß nicht. Ach, das ist die Frage, das ist die Frage. Da ist irgendwie eine Mauer, okay. Hier ist ein wunderschöner Stadtpark. Blitzelt und glinkt, blitzert hier irgendwas, glitzert hier, funkelt? Nein, nix, nix, nischt, nischt, nischt. Na gut, wenn, dann wäre das wahrscheinlich irgendwas Auffälliges und nicht einfach so, ja... Zoom einfach mal an jeden Baum auf gut Glück ran. Okay, hier geht's auch noch weiter. Okay. Kann man hier was machen? Wir können hier durchlatschen. Ja, okay. Dann latschen wir jetzt einfach mal hier durch. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber... Außer nasse Füße. Und wir laufen mal eben den Wasserfall hoch und runter. Ach, Mensch, sind wir gut. Wir haben es total drauf, absolut. Ja. Ja. Oh, jetzt sag nicht, das ist dieses versteckte Elixier. Ein Elixier, das ist ja wohl total versteckt. Meine Güte, das sieht man natürlich überhaupt nicht, dass da oben eine Truhe steht. Nein. Alter, die können alle auch nur bis zu ihrer Nasenspitze gucken, die hier in dem Dorf wohnen. Ne? Kann das sein? Na gut. Dann wollen wir wieder den ganzen Weg hier rauslatschen und dann würde ich sagen, machen wir gleich erstmal einen Cut, denn wir sind schon bei 22 Minuten. Aber jetzt möchte ich erst hier wieder aus dem Wasser raus, das schimmelt doch sonst an den Füßen. So, wunderbar. Also ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, gebt ruhig einen Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare oder macht auch ruhig beides. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Und ansonsten gilt für heute erstmal aus der Haus und tschüss.